alles, was Ihnen zum Thema Schule einfällt, könnte jetzt hier richtig sein. Und da sind wirklich einige Wörter dabei. Da würde ich sagen, die fallen einem auch relativ bald ein, wenn man an das Thema Schule denkt. Hallo, wer ist denn da? Hallo, bin ich durch? Wer ist denn da? Bin ich durch? Hier ist 9 Live. Ich weiß nicht, wer da ist. Ach, hier ist Patrick. Schönen guten Tag. So, schönen guten Tag, Patrick. Ich bin durchgekommen. Ist ja toll. Ich sage schon mal eine Lösung. Ich grüße noch eben die grünen Gnome. Ich habe die Lösung Lehrer raus. Du bist ein bisschen aufgeregt, oder? Patrick? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe es noch nie geschafft in die Sendung. Aber guck mal, du rufst hier an und sagst einfach, bin ich durch. Ich weiß ja gar nicht, wen du anrufen willst. Wie soll ich dir das dann machen? Ich bin durch bei 9 Live. Ja. Gott, ich bin durch. Ich glaube es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich weiß nicht, sagen soll. Also, wurde die Antwort Lehrer schon mal versucht? Leder? Lehrer. Ach, ich habe verstanden, Leder. Ich wollte gerade fragen, in welcher Schule du warst. Leder, nein. Lehrer, ist eine schöne Idee. Ist nicht dabei, Patrick. Schade. Ein Trostgeschenk? Bitte? Fehlt noch ein kleines Trostgeschenk? Ein Trostgeschenk? So? Ja, ein bisschen. Was hättest du denn gerne? 20 Euro und ein Ratefuchs. Also, den Ratefuchs kannst du haben. Bleib dran, ja? Toll, danke. Tschüss. Oh, wir haben keinen Ratefuchs mehr. Dann gib dem Patrick ein anderes Geschenk, bitte, ja? Alles klar, danke. Tschüss, Patrick. Ich kann das ja verstehen, aber da kann man uns ja kaum verstehen. Ja, da. Mir geht das übrigens genauso, nur das ist jetzt kein Lästern oder so. Wenn ich aufgeregt bin oder irgendwie nervös, dann fange ich auch an zu stottern. Ich kenne das durchaus. So, 100 Euro sicher. Wer löst mir jetzt hier endlich mal den ersten von insgesamt 8 Begriffen, meine Damen und Herren? Ich bin